Hi Leute, was geht ab zum neuen Video? Ihr habt mein letztes Pookie-Video gesehen, aber da war leider kein Ton, weil ich den Ton vergessen habe anzustellen. Ja, ich bin lost. Heute geht's mal wieder um Pookie. Ich werde mal das wiederholen, was ich gesagt hatte. Ja. Ihr wisst ja alle, dass Pookie, so gesagt, gehackt wurde. Nicht gehackt, aber er war halt dann zu dem Zeitpunkt halt dieser Screen hier nur. Dann hat er auch. Und dann muss man auch sagen, Leute, dass Pookie wahrscheinlich nicht gehackt wurde. Ich glaube es nicht. Weil ich glaube, warum es nicht gehackt wurde und weil es auch bestätigt, weil das ist auch bestätigt, das Konto. Also verifiziert. Zweimal verifiziert. Und weil ich glaube, dass der Hacker sich nicht so viel Mühe machen würde, wie andere YouTuber auch erwähnt hatten, dass er hier so viel Zehen reinschneidet. Ich denke auch wirklich, dass es wirklich von Supercell gemacht. Weil andere YouTuber hatten das ja auch schon mal gemacht bei Supercell. Deswegen glaube ich da eigentlich, dass das wirklich ist. Wir schauen uns jetzt das Video hier nochmal zusammen an. Ich mach mal den Ton aus. Könnt ihr euch das gerne nochmal ansehen, Leute. Auf meinem PC. Wollt ihr euch das gerne nochmal an hier. Seht es? Und kurz dazwischen ist ein Datum zu sehen. Warte. Da. Habt ihr das gerade gesehen? Das Datum da. Da. Auch ein Datum. Und immer um 1 kam ein neuer Community-Post rein von ihm. Genau das war's. Jetzt ist sie wieder ein bisschen verbuggt bei mir. Warte. So. Wenn man auf seinen Porky-Kanal geht, dann sieht man auch ein Video drauf. Und zwar No Signal. Also kein Signal, nochmal für die. Und der ist auch bestätigt. Leute. Gibt das jetzt hier nochmal ein, weil es hat ein bisschen verbuggt bei mir. Aber meine Theorie ist, dass Marvin. Ja, die sind ja beide auch YouTube-Kollegen, sonst würden die ja nicht ihren Dings da verkaufen, ihren Drink da. Und die sind ja auch beide vom scheiß Boxer Drink da. Und der kann ja nicht einfach aufhören, weil dann würde ja Marvin da alleine mit der Arbeit dastehen. Und das würde Pookie nicht machen. Deswegen vermute ich, dass Pookie. Dass Marvin auch wirklich weiß, was mit Pookie ist. Weil das Ding ist, warum ich das glaube, Clashcamp hat ja auch das gesagt, dass es wirklich so sein könnte. Und es ist auch wirklich, glaube ich, so. Ja, es ist so. Wir können ja nochmal weiter gucken, Leute. Eine andere Theorie ist, warum Marvin das auch nicht sagt. Weil er will natürlich, dass Pookie die Klicks reinbekommt, ne? Wenn man hier sieht, seine Videos haben jetzt schon wieder hier 34.031 Aufrufe. Sehen wir hier in Pookies Hauptkanal. Sehen wir hier nochmal Pookies Hauptkanal hier. Da sieht man das Video 144.000 Aufrufe. Fast noch. Da sind noch ein paar Aufrufe, dann ist es auch schon bei 145.000 ungefähr. 400 Aufrufe gehen ja immer schnell bei YouTube. Deswegen, Leute, habe ich auch die wirkliche Vermutung, dass er Klicks will. Er will auf das Video mindestens die 1000 Euro, glaube ich, verdienen. Oder vielleicht, aber er kann das natürlich nicht jetzt ewig hier weiterziehen. Weil, wenn er das ewig weiterzieht, dann ist es so, dann wird es ja für die Zuschauer langweilig. Soll er jetzt hier spannend bleiben? Alle wollen wissen, was passiert da jetzt noch mit dem Kanal? Was passiert da jetzt noch mit dem Kanal? Ja. Ich sage mal so, wenn Pookie das absichtlich gemacht hat, finde ich das keine gute Entscheidung, weil, guck mal, Leute. Wie würdet ihr denn das finden, wenn man jetzt einfach mal so seine Videos einfach runternimmt? Ne? Gelöscht hat er die Videos nicht, aber er hat die rausgenommen, glaube ich. Gelöscht glaube ich eher nicht. Weil das wäre ja dumm, wenn er das machen würde. Ja. Das ist einfach schlimm, ne? Und Pookie hat ja auch coole Videos immer gemacht, aber seine Klicks waren ja auch nicht so die besten dann am Ende denn gewesen. Und deswegen glaube ich auch, dass er deswegen auch das Ganze hier gemacht hat. Neuanfang wahrscheinlich plant. Der neu anfangen will, wieder richtig durchstarten will. Genau. Das sind so meine Theorien, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Ciao.